Herzlich willkommen zu meinem Testbericht zu dem Besuch im Neandertalmuseum im November 2013 in Mettmann. Hier sieht man den ersten Bereich, wenn man sozusagen reinkommt. Das ist der Fundort, in dem die entsprechenden Fragmente gefunden wurden. Hier beginnt also so eine Wendelstruktur. Man geht so langsam im Uhrzeigersinn immer an der Gebäudewand entlang. Nach oben, hier sieht man so Schautafeln. Es war ganz gut besucht, wie man sehen kann. Die Audiokommentare hört man über einen Kopfhörer, den man am Eingang kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Hier zum Beispiel auch zu dieser Sanduhr. Da sieht man auch, wie die Leute den Kopfhörer aufsetzen und sich dort einklinken. Insgesamt gibt es natürlich, wie in jedem naturkundlichen Museum, viele Figuren zu sehen, dann gibt es von Biemann projizierte Filme oder auch Standbilder an den Wänden und natürlich auch Exponate wie zum Beispiel Beile oder ein Speer. Hier sind auch überall diese Buchsen zu sehen an den Geländern für die Audiokommentare. Was mit den Audiokommentaren ist sehr schön gelöst. Man kann auch hier zum Beispiel selber bohren, um herauszufinden, wie das zur Zeit der Neandertaler funktioniert hat. Man geht dann hier so durch Tore, wenn man sich einem neuen Thema nähert. Hier gibt es dann eben auch so große Karten und hier stehen auch wieder Leute mit Kopfhörern, das ist ein ganz typisches Bild. Überall stehen versonnene Leute mit Kopfhörern, die den Audiokommentaren lauschen. Dann gibt es die unvermeidlichen Knochen, die rekonstruiert wurden und hier einen entsprechenden Eindruck vermitteln, wie es damals zur Neandertaler Zeit aufgebaut war. Hier sieht man schon den Freund, den Neandertaler. Der steht hier etwas versteckt, guckt sich das Treppenhaus an. Hier wird erklärt, dass die Leute früher stärker waren als heute. Hier haben wir den Neandertaler nochmal, der steht vor einer Art Tunnel, durch den man gehen kann. Der soll das menschliche Genom und seine Entschlüsselung symbolisieren. Hier sind verschiedene Exponate, Prothesen, körperliche Dinge, dann Medikamente. Wie das alles im Einzelnen zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Hier ist eine Art Friedhof mit Knochen nachgestellt. Das ist nichts für schwache Nerven. Hier gibt es ein Neandertaler, der fernsieht. Gut, das muss man jetzt wahrscheinlich so hinnehmen. Verschiedene andere Exponate, die wohl die Zeit symbolisieren sollen, aber auch zum Großteil nicht wirklich passen. Hier gibt es eine Beerdigungsszene im Zwischengeschoss, die man sich anschauen kann. Und hier kann man reinschauen. Das ist auch so ein Mitmachprojekt. Und sich einen Film anschauen. Hier haben wir dann noch ein Zelt, in dem auch wieder Wachsfiguren sitzen und überall eben die Leute mit den Kopfhörern. Man läuft also immer im Uhrzeigersinn bergan. Es ist barrierefrei soweit, sodass auch Kinderwagen problemlos mitgenommen werden können. Hier nähern wir uns jetzt schon dem obersten Teil. Hier ist auch der einzige Teil, in dem ein bisschen Tageslicht eindringt. Ansonsten ist es doch ziemlich dunkel. Und wenn man jetzt hier gerade ausguckt, dann sieht man schon das Restaurant. Hier sind noch so sogenannte Forscherboxen. Kann man reinschauen und was rausholen. Hier ist der Aufzug am hinteren Ende und hier ist das Museumscafé. Der einzige Raum, der freundlich wirkt im Endeffekt, weil er Fenster hat. Die Preise sind zivilisiert und das Essen, was man so sieht, macht da einen guten Eindruck.